Und damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir machen uns heute auf, um das Wasser zu finden. So, ich muss ja weiter gucken. Ich bin, glaube ich, rechts gemusst, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir wollen nämlich das Wasser finden für die Lok und für unsere Jungs. Das ist der Plan. Scheinbar da oben. Ach, das ist einer unserer Leute, okay. Bist du bereit? Wie läuft es denn bei euch so ohne Wasser? Trocken. Während du weg warst, habe ich so einiges ausgespäht. Okay. Gyul sagt, dass in dieser Höhle früher viele Leute gelebt haben. Im Grunde war es eine richtige Stadt. Doch dann wurden die Geysire aktiv und sie mussten fliehen. Wie du vielleicht bereits ahnst, nähern wir uns der Quelle durch die Hintertür. Auf geht's! Na dann, mal kurz, da kam Hilfe. Tja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nein, das ist scheiße. Aber naja, wir kriegen das schon. Wir haben ja Gott sei Dank Unterstützung. Lass uns etwas höher klettern, um einen besseren Ausblick zu bekommen. Die Höhle rennt uns nicht davon. Okay, okay. Dann laufen wir vor, Kollege. Ah, ja. Wie gesagt, Gott sei Dank haben wir Unterstützung. Das darf auch gerne so bleiben, dann bleiben wir nämlich nicht alleine. Weil das, diese komische, Bunker und alles drum und dran, das alleine Ding aussah, das sind mit den ganzen Feinden und alles drum und dran, war schon ziemlich, ja, ich muss mal sagen, Boah, was für ein Lärm! Vor allem, was war das? Naja, es war schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Es hat seine gruseligen Momente, das Spiel. So. Und ich kann Feindkontakt etc. kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Was ist das? Hä? Ah, Scheitern! Ja. Frage ich mich auch gerade, was war das? Blöde Fledermäuse. Ach, Fledermäuse, okay. Ja. Hier ist alles hinüber. Als ich aufbrach, hatte ich die Hoffnung, etwas über mein Volk herauszufinden. Okay. Über meine Verwandten, aber... Alter, schub's doch nicht. Nun weiß ich Bescheid und... Es tut weh. Kann man sich ein bisschen vorstellen. Ruhig, ruhig. So, schön entspannt hier runter. Aha, gleich beim Eingang. Na super. Ich hoffe, dass wir diese Spinntiere nicht mehr haben. Mach dich bereit, Artyom. Lade die Taschenlampe auf, überprüf Filter und Ausrüstung. Ich habe da so ein Gefühl. Ein ungutes Gefühl. Ach, zum Teufel mit den Gefühlen. Tja, lass mich mal machen. Okay. Du kommst natürlich nicht mit. Das war mir so klar, dass wir wieder alleine rein müssen, oder was? Ah doch, okay. Ja, komm doch mit. Das war knapp. So, dann arbeiten wir uns mal da durch jetzt gerade. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Was haben wir hier? Die haben hoffentlich auch Angst auf irgendwelchen... Okay, das sind diese ähnlichen Skorpionen-ähnlichen Dinger, die wir auch schon in dem Bunker hatten vor ein paar Folgen. Moment! Was hast du vor? Achso, du setzt ja dein Filter auf, okay. Das ist Gott sei Dank nur sein Atem. Der Krieg hat die Menschen also wirklich wieder in die Steinzeit zurückversetzt. Inklusive Höhlenmalereien und so. Ja, krass auf jeden Fall, sowas. Auch mal so ein bisschen über die
Die haben hier eine Weile durchgehalten. Vorgeschichte. Ich wünschte, wir wären früher hergekommen. Vorgeschichte zu erfahren, die Menschheit zu erfahren, suchen was richtig. Mit dieser Höhlenmalerei. Ich finde sowas eigentlich super interessant, wenn ich ehrlich bin. Allgemein finde ich dieses Spiel super interessant. Es hat so seine Momente, wo ich denke mir, Ja, verdammt, ein Einsturz. Aber bisher macht's Laune. Wir haben aber Glück, es ist noch etwas Platz. Und dann geht's ja. Solange Damien hier bei uns bleibt, habe ich tatsächlich weniger Angst, als wenn ich ganz alleine rumlaufen würde, müsste. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen mein Bammel und alles rum und dran. Deswegen schweige ich auch zwischendurch mal einfach. Weil ich mich dann versuche, so ein bisschen zu konzentrieren noch auf das, auf die Spielwelt und alles drum und dran. Boah, Alter. Aber es ist auch eine Mischung aus bisschen Panik. Oh, wie viele Menschen haben hier gelebt? Alles ist so schön ausgebaut. So ein bisschen... Lass uns versuchen, daran vorbeizugehen. Woran? Und wo zur Hölle sollen wir hier Wasser herholen? So. Ah, verdammt! Heiß! So, wieder aufsitzen. Ja, dieser Bruch, der irritiert mich an dieses Papier, was da so drauf ist. Den kriegen wir nicht weg, okay. Aber ich hoffe, das Ding offen ist. Das waren alle. Tja, krass, ne? Gehen wir weiter. Okay. So, eigentlich wollte ich den Typen noch misslooten. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan, aber gut, wie gesagt, gut, dass wir Damien dabei haben. Noch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir mich gleich, dass wir uns trennen müssen gleich. Vor allen Dingen. Also nochmal, das darf gerne so bleiben. Diese alte Fabrikhalle, wer sich da so erinnert. Feuer, was mich jetzt gerade so. Ich habe kaum keine Munition mehr. Aber gut, dass es. Scheiße. Geh mal weg da! So. Die sind auch erledigt. Jetzt überqueren wir die Brücke und gehen nach rechts. Anscheinend sind wir fast draußen. Mir so. Damir? Damir? Da. Der Durchgang zur Quelle. Alter.
das Ding. Schon krass, teilweise echt schon mies. Ja, geil. Mein Filter ist fast aufgebraucht. Ja, meine auch. Da, Licht. Hier. Geh mal vor. Tja, die Luft scheint gut zu sein. Masken runter. Okay, gut. Tja, von hier an geht's nur noch im Schneckentempo voran. Ja, das ist klar. Giul sagt, dass die Einheimischen den Ölmännern aufs Wort gehorchen. Also versuchen wir es heimlich zu machen. Ohne unnötiges Blutvergießen. Die Sklaven sind unschuldig. Schalte deine Taschenlampe aus, Artyom. Sie könnte uns verraten. Da, Wasser. Siehst du den Wagen? Ich gehe dahin und versteck mich dahinter. Das Tor wird von diesem Turm aus angesteuert. Wenn du es öffnest, fahre ich mit dem Wagen durch und du springst auf den Tank. Okay. Viel Glück. Und versuche nur die Ölmänner zu töten, ja? Frage ist, den müssen wir töten, da, okay. Die lassen wir nochmal in Ruhe. Die Frage ist, wie viele Feinde haben. Scheiße, das klingt nicht nach tollen Karriereaussichten. Sorry, ich muss mich auch jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, deswegen schweige ich jetzt gerade so ein bisschen. Hier schleppt mir das was ein. Ich würde gern so wenig wie möglich aufziehen nach Regen hier. Soll mal ruhig nach vorne kommen, dann kann ich den nämlich weg ersnacken, als da oben, als er da rumsteht.
Schnauze. Gut. So, wir gucken, wir gehen jetzt auch da hoch. Und ob wir hier wirklich safe durchkommen, das sehen wir im nächsten Part bei Let's Play Metro Exodus.